19. Türchen. Die Kerze, die nicht brennen wollte. Nein, das hatte es noch nicht gegeben. Eine Kerze, die nicht brennen wollte. Es herrschte große Aufregung unter den Kerzen im Wohnzimmer. Zumal bald Weihnachten gefeiert werden sollte und die Kerzen mit ihrem festlichen Glanz die Dunkelheit verwandeln wollten. Eine alte, erfahrene Kerze bot sich an, mit der Kleinen zu reden. »Nein, ich möchte nicht brennen«, antwortete die Kleine. »Wer brennt, verbrennt, und dann ist es um ihn geschehen. Ich möchte so bleiben, wie ich bin, schön und elegant. Wenn du nicht brennst, bist du tot, bevor du noch gelebt hast«, antwortete die Alte. »Dann bleibst du auf ewig Wachs und Docht. Und Wachs und Docht sind nichts. Nur wenn du dich entzünden lässt, wirst du, was du wirklich bist.« »Na dann, danke schön«, entgegnete die Kleine. »Ich möchte mich nicht verlieren. Ich möchte lieber bleiben, was ich jetzt bin.« »Gut, es ist etwas langweilig und manchmal etwas dunkel und kalt. Aber es tut noch lange nicht so weh wie die verzehrende, flackernde Flamme. Man kann es eigentlich nicht mit Worten erklären, man muss es erfahren«, antwortete die Alte. »Nur wer sich hergibt, verwandelt die Welt. Indem er die Welt verwandelt, wird er auch selbst mehr. Du darfst nicht über das Dunkel und die Kälte klagen, wenn du nicht bereit bist, dich anstecken zu lassen.« Da ging der kleinen Kerze plötzlich ein Licht auf. »Du meinst, man ist das, was man von sich her schenkt?« »Ja«, antwortete die Alte. »Man bleibt dabei nicht so schön und elegant. Man wird gebraucht und gerät auch etwas aus der Form. Aber man ist größer als jede Nacht und alle Finsternis der Welt.« So geschah es, dass die kleine Kerze ihren Widerstand aufgab und sich entzünden ließ. Je mehr sie flackerte, umso mehr verwandelte sie sich in reines Licht und leuchtete und strahlte, als gelte es, die ganze Welt zu wärmen und alle Nächte hell zu machen. Wachs und Docht verzehrten sich, aber ihr Licht leuchtet bis auf den heutigen Tag in den Augen und Herzen all der Menschen, für die sie brannte.